Hey Leute, Bardo hier und willkommen zum gehyptesten Spiel auf Gamejolt. Das ist eine Seite, wo ich die Spiele runterlade. Und zwar in letzter Zeit, das ist so unfassbar. Das hat jetzt in den letzten 4 Tagen 6000 Downloads gemacht, glaube ich, oder sogar mehr. Und das sind die Demo zum Spiel. Und normalerweise holt ein Spiel auf Gamejolt vielleicht so 200, 300 Downloads innerhalb vom Monat. Das ist einfach in ein paar Tagen das total weggesmashed. Und das Spiel heißt Chicken Assault Master of Humiliation. Ich habe das Spiel heute schon mal aufgenommen. Aber mein Mikrofon war völlig nutzlos, weil ich das anders aufgenommen habe als sonst und es ist für den Arsch. Auf jeden Fall in diesem Spiel. Ich habe erst nicht verstanden, warum das so beliebt ist. Weil was man machen kann, ist, man kann hier auf diesen Bot klicken. Und ihr hört das Ding wahrscheinlich jetzt ganz oft, weil meine Maus scheiße ist. Ich denke mal, einen Schutzwall oder sowas hinzubauen in irgendeiner Form. Und man geht drauf. Dann sammelt man hier die Orbs ein. Und dann kann man sich upgraden, wie zum Beispiel hier. Man kann sich mehr Angriff geben. Pam. Und hier links auf diese Kiste, auf die man kann auch draufhauen. Und dann kann man sich verschiedene Items holen, zum Beispiel Pistolen, Messer und so. Die kann man dann hier equippen. Und dann klickt man hier auf Kampf. Und dann kann man hier kämpfen. Es gibt verschiedene Arenen, die man kämpfen kann. Und man kämpft, indem man einfach klickt. Das ist das Kampfsystem. Und das ist mega gehypt. Ich habe erst nicht verstanden, warum es geil ist. Aber es ist schon, links oben sind die Herzanzeiger, es ist schon ganz geil, weil es so ein bisschen ein RPG-System ist und ich das eigentlich ganz geil finde, dass man so auflevelt. Und ich glaube, wenn dieses Spiel fürs Handy rauskommt, wird das mega abgehen. Ich sag mal hier die Orbs ein, so. Ich hab noch gekriegt. Ich glaube wirklich, dass das als Handy-Game mega gut abgehen könnte. Und damit ich mir gleich ein bisschen was holen kann, werde ich jetzt für 3 Minuten das farmen. Das werdet ihr nicht sehen. Oder vielleicht vorgespult. Und ich klicke jetzt hier ganz oft drauf, bis ich mir genug farme und dass ich mir dann coole Sachen kaufen kann. Okay. Ich glaube, ich habe genug gefarmt. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. Okay, es sind 288. Boxe ich hier einmal gegen. Pam! Auf einmal jetzt eine Pistole, eine Glasflasche und einen Apfel. Kann ich was mit einem Apfel machen können? Ich verkaufe den Scheiß direkt. Meine Defensive und mein Leben. So. Und das ist ein Wunderspiel. Ich weiß nicht, wie viele Levels. Es ist die Demo. Ich glaube wirklich, dass wenn es rauskommt und wenn es fürs Handy rauskommt, wird das unfassbar abgehen. Weil ich meine, der Hintergrund ist geil. Und das ist so das perfekte Spiel, wenn du auf dem Klo sitzt irgendwo. Level up, yes. Und wenn du auf dem Klo sitzt und irgendwie denkst, was mache ich jetzt? Ich glaube, das ist das perfekte Spiel, was du während des Toilettengangs spielen kannst. Einfach wirklich, ich glaube, es gibt nicht viele Spiele, die besser dazu geeignet sind. Das ist echt. Es ist im Grunde das, was Stan andauernd spielt, Case Clicker. Nur halt ohne Knives und so einen ganzen Kram. Sondern einfach nur mit. Du bist ein Huhn. Ein Huhn, was mega weird aussieht. Und ich glaube, es kann wirklich Laune machen. Oh, jetzt kommt die nächste Phase. Jetzt kommen so Polizisten. Immer wenn man Level up kriegt, dann füllt sich das Leben auf. Hier sind die Polizisten. Hier werde ich wahrscheinlich verrecken. Dafür ist, glaube ich, mein Equipment noch nicht gut genug, um dass ich das schaffe. Vielleicht, wenn ich kurz vom Level abwehr. Ich mache den noch platt, weil er gibt viel Erfahrung. Da! Oh, ich habe es nicht mehr geschafft. Jetzt fahre ich mir noch ein bisschen hier vorne. Und dann gleich gehe ich ins letzte Battle mit der Pistole. Ich denke, das Spiel habe ich euch genug gezeigt. Ich muss es ja auch noch heute rausbringen. Das ist hier mein Ziel. Ich werde jetzt nochmal farmen und dann werde ich mich schön equippen. Okay, es müssen jetzt so 300, 400 sein, denke ich mal. Ja, 300. Und jetzt zeige ich euch, wie die Pistole einfach jetzt alles wegbangt und ich einfach viel weiter komme als eben, weil die Pistole sau overpowered ist. Wer steht da einfach mit einer Pistole da? So, hey! Oh, du bist tot. Hey! Hey, du bist tot. Hey, du bist tot. Hey! Ihr seid beide tot. Es ist halt, für die Anfangsphase ist man viel zu krass. Also die Pistole ist schon sehr, sehr nice. Level up, nice. Vor allem, wenn jemand crittet, ist der, glaube ich, schon fast instant weg. Nee, okay, der Crit macht, glaube ich, 8 Damage. Okay, die haben 15 Leben. Man könnte, glaube ich, auch schneller klicken. Aber ich habe nicht so richtig den Spirit. Ich versuche jetzt mal ganz schnell zu klicken, dass ich die Phase hier schaffe, dass ich zeige, ey, die Phase ist schaffbar. Danach kommt, glaube ich, so eine Karate-Phase. Okay, schaffen wir? Schaffen wir? Da! Gadget Inspector, die Motherfucker! Okay. Jetzt haben wir aber nicht mehr so viel Leben. Aber wenn wir Level abkriegen, dann werden wir wieder vollgeladen. Yes. Und jetzt haben wir wieder volles Leben.
Das ist wieder alles gut. Das Level Up war mega wichtig. Okay, ja, alles einsammeln. So. Das ist ja so ein Clown. Ich muss mal ein bisschen meinen Angriff equippen, weil 4 Schaden ist nicht so geil. Aber das ist halt das Ding. Man muss halt dauernd equippen. Zum Ende bist du halt so ein richtig, richtig gutes Chick. Also männliches Chick. Das ist ein richtig gutes männliches Chick. Und, es ist, wie gesagt, es macht Spaß. Download-Link in der Videobeschreibung. Und es ist nur die Demo, das richtige Spiel. Wird zu 100% auf dem Handy rauskommen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und ich sammle jetzt hier noch die Dings ein, weil die werden mich jetzt gleich fertig. Oh, oder doch nicht? Ja, okay. Und, oh, wir haben Knife gefunden. Wow. Wie gesagt, sagt daran, dass die Aufnahme in Arsch war und ich einfach mega demotiviert war danach. Aber ich schaff's vielleicht heute noch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Und übrigens, danke für 3900 Abonnenten. Finde ich sehr cool. Noch 100 bis zur 4000. Es wäre unfassbar krass, wenn wir es jetzt in den nächsten 5-6 Tagen schaffen würden. Oder vielleicht auch in den nächsten 10. Ist mir scheißegal, aber wir schaffen es irgendwann. Wäre nämlich eine sehr coole Zahl. Und dann sage ich zunächst mal, Leute, und ciao.